Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Aram Arena. Und ja, ihr seht richtig, wieder Garen. Ich weiß nicht, was dieses Spiel hat, dass es mir dauernd Garen andreht auf Aram. Muss wohl ein Zeichen sein oder irgendwie was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wieder Garen. Für die Garen-Freunde unter euch. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Abwechslung. Ich hatte gerade schon ein Match. Allerdings habe ich das nicht aufgenommen, weil ich da noch in einer kleinen Besprechung war mit jemandem. Und deswegen habe ich das nicht direkt aufnehmen können. Da hätte ich wen anders gespielt. Da hätte ich Sivir bekommen. Beziehungsweise habe ich da Sivir bekommen. Die hätte ich dann noch halt in Aufnahme zeigen können, dass ich mal was anderes spielen kann, außer Garen hier. Und ja, allerdings habe ich das Spiel halt nicht aufgenommen. Wie schon gesagt, weil ich da in der Besprechung war. Und zudem war das Match auch nicht irgendwie so würdig dafür. Nicht, weil ich besonders scheiße gespielt habe, sondern weil es einfach unfair war. Wir hatten in dem Gegnerteam drei Leute, die gelieft sind. Und dann hatten wir noch einen Pantheon und einen Warwick im Gegnerteam. Die haben zu zweit, also gegen fünf, gespielt. Und das tat mir schon wirklich sehr leid. Also die haben auch einen Honor bekommen und alles. Die haben das wirklich bis zum Ende durchgezogen, das Match. Also, ich muss mir mal vorstellen, drei Leute, die das Spiel verlassen. Also dann plötzlich keinen Bock mehr haben oder aus welchen Gründen auch immer. Das war auf jeden Fall ziemlich assi. Und die wurden auch alle drei reported, großzügig. Und das war ziemlich assi, das Match. Also es hat auch wirklich gar keinen Spaß gemacht, da irgendwie noch zu spielen gegen Warwick und Pantheon. Ich meine, wie lange hat das Match gedauert? Das war nicht mal 10 Minuten, glaube ich. Und wirklich drei Leute, das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Dass drei Leute wirklich das Spiel verlassen. Aus welchen Gründen auch immer. Das können natürlich jetzt auch Gründe sein, die natürlich dann verständlicher wären, wenn man davon wüsste, aber so, jetzt ist es erstmal eine ganz schöne Assi-Aktion gewesen und das hat mir, wie gesagt, total leid. Deswegen, die waren auch total nett, die beiden Jungs da, und das ist immer so als kleine Erklärung dafür. Jetzt geht's halt wieder weiter, nochmal mit Garen. Nicht, dass ich das irgendwie zum Running Gag irgendwann ausartet hier. Garen every day. Ist ja total geil, deswegen wollte ich den natürlich auch nicht weg dann, wenn ich ihn bekomme. Allerdings jetzt das dritte Mal jetzt in, ich weiß nicht, in welchen Abständen ich den so bekomme. Habe ich noch nicht mitgezählt. Auf jeden Fall ist jetzt wieder die Kraft von Demacia am Start. Und während ich hier labere, gibt es auch schon krasse Action. Bleib doch stehen, jawohl. Kriegst du den Gong ab. Da muss ich gleich mal flashen, wenn ich Pech habe. Aber erstmal ziehe ich mir ein paar Pots rein. Also Heal-Pots natürlich. Und ja. Habe ich schon erwähnt, was wir im Team haben? Nein, habe ich nicht. Ash, Annie, LeBlanc, Garen, meine Wenigkeit und Lucian. Ja, der ist auch mal wieder am Start. Poppy, Riven, Nami, Amumu und Vega, die bilden das Gegnerteam. Und ich hoffe einfach mal, dass sie jetzt auch wirklich da zu fünft gegen uns spielen. Nicht, dass sie auch wieder irgendwie so ein Lever haben. Ja, lustig, dass Dennis mir heute Morgen noch gesagt hatte. Jetzt ist ja der Gnar draußen, der Champion, der neue. Der ist ja jetzt auch am Start. Und lustig, dass er dann noch gesagt hatte, jetzt wo Gnar draußen ist, gibt es noch mehr Trolle in den Spielen. Ja, da meinte er auch irgendwie, dass ein paar Leute AFK gewesen sind wohl bei ihm, als er gespielt hat dann. Und lustig, dass ich dann gleich in dem ersten Match, was ich dann darauf spiele, auch gleich im Gegnerteam drei Lever habe. Ich weiß jetzt nicht, ob die bei ihm dann im selben Team waren, aber bei mir waren sie auf jeden Fall im Gegnerteam und es war alles andere als cool, da zu spielen. Aber genug davon. Kümmern wir uns doch jetzt lieber um dieses Match hier. Schauen wir mal, wie tanky ich diesmal mich bauen darf. Um dann, das ist aber sehr schlecht, der Momo. Das macht man nicht. Einen Garen fokussen. Das, ne? Sehe ich erstens gar nicht gern und zweitens bin ich ein Tank. Ich spiele Full Tank, by the way. Ich weiß, die Items waren jetzt nicht Full Tank, die ich mir gekauft habe. Zweimal Dorans. Aber ich werde Full Tank. Ich habe auf jeden Fall Full Tank Rune.
Runen meine ich nicht, Rune. Und Full Tank Masteries habe ich auch drin. Erstmal so, um Verwirrung zu stiften. Oder ich war so beschäftigt mit der Anmoderation, dass ich mich darauf mehr konzentriert habe, als auf das, was hier wirklich passiert im Game gerade. Und die beiden Dorans waren bis jetzt ja auch kein Fehlkauf. Von daher sollte das in Ordnung gehen. Gleich besitze ich die 1600 Gold, die ich habe. Das ist schon mal ein guter Anfang. Zack, jetzt haben wir den Kopf hier. Ja, wer möchte da auch einen Deckel bekommen, hä? Da muss ich erstmal einen Abgang machen. Da muss ich weg. Und schon steht es 5 zu 3 für uns. Nach 6 Minuten genau jetzt. Und ja, die beiden Heals sind gerade weg. Hat sich der Lucian wohl geschnappt. Da ist auch schon der erste Tower down nach 6 Minuten. Das geht ja heute schnell hier. Oh, den hat der Lucian bekommen. Alles klar. Ja, macht rein gar nichts, wollte ich sagen. Ich bin wie gesagt nur Tank. Und renn da rein. Tue meinen Job. Und dann verlange ich, dass das Team den Rest macht. Sieht doch alles ganz gut aus bis jetzt. Ja. Läuft. Hm. Okay, die hat jetzt wieder Full Life. Dann heilen wir einen von denen. Toll. Mittlerweile habe ich auch 2400 Gold. Gleich 2,5. Schauen wir doch mal. Ah, meine Ulti dauert jetzt gerade noch ein bisschen. Was hätte ich jetzt gesagt? Mache ich mal einen kleinen Push. Was machen wir jetzt trotzdem? Ach, komm. Vielleicht kriegen wir den Tower ja wirklich noch. Und, ja, die Poppy geht einem ganz schön auf die Eier. Die hat mich gleich, wenn ich hier nicht aufpasse. Ja, da macht auch unser Tower nichts, man sieht's. Ne? Der Lucian, der schluckt viel mehr. Jetzt? Ja, jetzt. Ja. Nice. Well played. Das hat er gut gemacht. Das war wieder so ein typisches Beispiel, weißt du? Da stehst du unter einem eigenen Tower, hoffst darauf, dass er dich noch beschützt und dann, ne? Das war jetzt knapp in dem Fall. Das hätte noch geklappt. So, was kaufen wir uns denn mal? Die beiden Dorans werde ich jetzt, glaube ich, mal verkaufen. Denn ich möchte total auf Tankiness gehen. Gekillt hat mich, glaube ich, gerade die Poppy. Und die spielt... Na, was spielst du denn? AP? Okay, was haben die überhaupt so? Gucken wir doch mal. AP hier. Nochmal AP. Schauen wir erstmal. Wir wollen hier noch zu lange und nicht hier rumstehen jetzt. Das nehmen wir mit. Und der Rüstung schauen wir auch nochmal kurz, was haben wir da? Das nehmen wir auch mit. Und ja, die Boots nehmen wir nicht mit. Da kaufen wir uns lieber noch mehr Leben. Und dann geht das. 138 Rüstung, 123 Magieresistenz. Für einen Start nicht schlecht. Da ist der Vega, der gleich drauf gehen sollte. Und dann gucken wir doch mal, was sie da entgegenzusetzen haben, wenn ich da jetzt mit den ersten Items mich da in die Menge bewege. Erst nochmal den Kuh maxen, den Gong. Ich weiß, das kann jeder für sich selber entscheiden, was er zuerst maxt bei Garen. Ich mache das immer so, dann kann ich zumindest ein bisschen austeilen. Und wenn es darauf ankommt... Zuerst in der Momo hier weg, da. Zack. Mein Ding, da kommt nämlich schon die Poppy. Die muss einen auf den Kopf bekommen. Die muss da weg.
Oh, jetzt habe ich, glaube ich, gleich meinen Spin jetzt. Jawohl. Im richtigen Moment. Nein. Ah. Schade. Oh, dreifach sogar. Ey, das geht ja gar nicht. Ich spiele auch AD. Okay. Ja. Alles klar. Dann, das dauert natürlich noch ein bisschen. Muss ich, glaube ich, erstmal, wie ist das Ding eigentlich? Stoffrüstung, genau. Mit einer normalen Stoffrüstung vorlieb nehmen. Hoffentlich nicht allzu lang. Wenn wir eine richtig gute Ash haben, dann ist das eigentlich auch relativ einfach für uns. So. Pushen wir mal weiter. Haben wir den Tower schon gehittet? Nein, noch nicht. Joa. Diesmal habe ich meinen W früh genug aktiviert. Dann kriege ich erstmal noch ein bisschen Heal. Vielleicht hilft das ja. Ich kriege meinen Spin, glaube ich, zu spät. Ja. Reicht nicht, um Lucian zu retten. Why the tank? Ja, irgendwen muss ich ja hier beschützen. Ich weiß, das war gerade vielleicht nicht ganz klug, aber... irgendwas muss doch hier passieren. Man soll natürlich nie den Tank fokussen, das ist ja klar. Aber... wenn man die nur ignoriert, dann ist auch keiner mitgeholfen. So, jetzt habe ich gleich die Ulti. Und da weiß ich auch schon, wer die nächste abbekommt jetzt. Wenn mir jemand helfen würde. Jetzt haut sie nämlich wieder ab. Wieder früh noch mein W aktiviert, dann kann wenig passieren. Aber jetzt werde ich gleich sterben. So, das brauche ich. Nami war ja AP. 500, passt genau. Dreifachtötung von Annie, jawohl, vierfach. Nice. Sehr gut gemacht. Das gefällt mir schon ziemlich gut. So, was haben wir denn? Ja, Momo ist, glaube ich, der einzige Tank bei denen, alles klar. Poppy könnte auch, aber das sieht nicht danach aus. Na, wobei... nicht wirklich, zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ich bin, komme ich so nicht dran. Da hätten sie weiter baiten müssen, indem sie so hier hingegangen wären. Ich werde aber mal auf Poppy achten. Jetzt habe ich ein Problem. What the fuck? Wieso habe ich das nicht gesehen? Ich habe gerade auf die Karte geschaut und dann... oh mein Gott. Und ich mache hier einen Spaziergang beim Tower. Schön. Eine Sekunde haben wir auch dann die Ulti. Wer bekommt's ab? Wer bietet sich da an? Jetzt bekomme ich jetzt gerade Poppy gegeben.
stirb doch! Ja, ja, so viel AP haben wir denn allgemein. Zack, zack, zack. Gucken wir nochmal. Jawohl. Ja, und Nani. Haben mich da in die Mangel genommen, aber ich sollte auch mal meine Rüstung fertig bekommen. Das wäre jetzt gleich soweit. Machen wir erst das. Ich meine, ich habe das Item schon angefangen. Weil das dauert noch ganz schön lange, wa? Dann machen wir erst das. So. Bevor ich hier zu lange warte, das hilft nämlich auch keinem. Und 170 Rüstung, 193 Magieresistenz, das reicht ja schon. Fürs Erste. Auf jeden Fall jetzt kein einfaches Team, was die Gegner besitzen. Das ist schon schwerer, besonders weil ich der einzigste Tank bei uns bin. Und ja, mein Team macht zwar richtig Damage, aber es ist auch noch nicht so viel. Ich meine, dass sie Namomo besitzen, ist schon richtig assi. Na, ich tanke ja auch, Annie. Als würdest du hier tanken. Tu doch mal nicht so. Halt durch. Du bleibst auf jeden Fall schön hier in der Nähe, du. Ich bin bereit. Ich glaube, die Annie echte würde tanken. Was ein Witz. Mann, was hat die bitte? Dann musst du halt nicht sofort als Erste da reingehen. Weil sie denkt, sie könnte mit mega OP, sie hat 8-7, also... Ganz so strong ist er dann wohl doch nicht. Aber naja, man kennt das ja, ne? Viele... Leute übernehmen sich da mal gerne. So, auf die nächste Minion Wave warten. Und dann mal schauen, aber da kommen sie schon alle wieder. Das wird sehr problematisch. Die Ulti auch viel zu früh rausgehauen von Lucian, wie ich finde. Und die Welle. Hier nicht mal ein paar Leute jetzt erwische, dann. Okay, bei Heaven. Was hat die denn für ein Problem, bitte? Mobile Home. Ja. Schön. Also was mit der Annie abgeht, habe ich absolut keine Ahnung. Werd mich gerade Vega. Alles klar. Brauchen wir Maschinen, wa? Ja, ich sag immer Maschinen. Banshee. Wahrscheinlich deswegen. Der Fehler ist mir schon mal unterlaufen. Banshee. Soll ich mir vielleicht mal merken. Doppeltötung von Ash, jawohl.
her, du. Komme ich leider nicht hinterher. Zu 5 meine Stats. Für den Tank ganz in Ordnung. Bin aufs Ende gespannt, aufs Late Game. Bei den Gegnern. Ich meine, wenn Momo noch tankiger wird, ey. Und Andy scheint jetzt wirklich AFK zu stehen da hinten. Die ist also wirklich angepisst anscheinend. Und meine ich jetzt, das würde uns allen was bringen noch. Habe ich keine Chance gegen, die haut mich down. Ich habe keine Chance gegen eine Riven, ehrlich. Annie hat Höllenzepter gekauft. Ja, und jetzt bewegt sie sich dann doch mal. Wahrscheinlich flammt es jetzt gleich noch mehr. I don't know anymore, das heißt I don't care. By the way, ne? Ja, jetzt versucht sie sich noch zu rechtfertigen. Die Zeit, die sie auf K war. Das ist aber nicht in Ordnung. Das kriegt einfach einen Report reingedrückt am Ende des Spiels und fertig ist, ne? Die hat noch nicht mal die Items dazu, die Annie. I am ADC, eben. Rot, ja. Sei mutig. Lassen wir uns gar nicht weiter drauf ein, mehr werde ich dazu nicht schreiben. Wir machen einfach hier, zack, ne, ignorieren. Ist jetzt stumm geschaltet. Genau das, was man mit solchen Personen machen sollte. Einfach stumm schalten. Auch wenn Meinungsfreiheit herrscht, das ist Bullshit. Braucht kein Mensch, vor allem nicht beim Spielen, wenn man Spaß haben möchte. Das steht bei mir an vorderster Stelle. Da ist schon wieder Amumu, jetzt muss ich aber echt aufpassen hier. Da ist nämlich schon wieder die Riven. Und wenn die hier zu viel Freiraum hat, haben wir alle ein gewaltiges Problem. Ich komme da noch nicht mal weg mit meinem Q. Ich komme da noch nicht mal weg. Das war's. Keine Chance. Das war das GG. Sollte nicht sein mit Garen. Also ich werde ihn, glaube ich, auch nächstes Mal wegrollen. Das reicht mir dann doch jetzt für die Zeit. Zu oft mit dem Verlorenen, zu kurzer Zeit. Das muss nicht sein. Ist dann wahrscheinlich auch eine Art Zeichen, denke ich mal. Trotzdem hat das Match gut angefangen. Zum Ende hin stark nachgelassen. Also nicht nur ich, sondern generell das ganze Team auch durch Annie verschuldet. Hauptsächlich die meinte, AFK gammeln zu müssen. Und dann am Ende versucht sie sich noch zu rechtfertigen. Mit ihrer unnötigen Aktion hat sie das ganze Game dann geschmissen, also gefroht. Und ja, soll uns aber nicht stören. Das nächste Spiel wird anders sein. Da fangen wir wieder von Null an. Ne, top motiviert. In aller Frische. Und das war's für hier auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Feedback da, ob euch das Ganze überhaupt gefällt, was wir so machen.
Ne? Irgendwie muss man ja mal Kritik haben. Das ist ja auch natürlich kein Ding. Dann weiß man, was man verbessern muss. Das ist auch ganz wichtig. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.